schon wieder irgendwas gekriegt? Achso, das sind diese Angebote da für Juwelen. Ich meine, wir haben doch 48 Juwelen. Hilft Kluftzinn Stärke Level 2 zu erreichen. Egal. Ich brauche Einheiten. So, fangen wir doch mal an. Erstmal machen wir den Drachenheini hier weg. Entfernen. Entfernen. Der will immer den Welpen haben. Nein, der soll weg. Stufe, Filter speichern, Filter anwenden. So. Wo war denn jetzt diese komische Schwester der Schatten? Weil die ist not bad. Meinen schwächsten Infant steht halt ein extra Zug. Rekrutieren. So, wer war noch so gut? Ach ja, dieser komische Hiopai hier. Zerstöre eine Reihe. Fügt den ersten beiden Feinden 3 Schaden zu. Verstärkt durch die Zerstörung gelber Edelsteine. Müssten wir hochstufen. Ich merke gerade, doch, wir haben, glaube ich, alle Elemente drinne. Egal, die Stutenleiche packen wir nachher da rein. Das lassen wir jetzt erstmal so. König Minotötung verfügbar. Ah ja. Könnte dieses Mistding aus der Mitte mal verschwinden? Danke. Okay, next quest. Och nee. Muss das Ding jetzt ewig in der Mitte bleiben oder was? Jetzt habe ich einen Teil der Karte einer Schatzkarte. Klingt interessant. Ich muss die übrigen Teile finden. Na ja, klar. Die ersten sind gerade in der Nähe. Hm, verstehe. Seit gestern Abend habe ich Dunkelelfen sichere Fallen für uns aufgestellt. Gehen wir. Just an easy mission. Held, komm her, wir können dir helfen. Ach du Scheiße, ich glaube, das ist eine Succubus. Aber dieses Zeichen... Ah, jetzt ist es weg. Super. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie sich unser neues Team hier so anstellt. Ah, oh, da ist ein super Fehler in der Mitte. Ich sehe nämlich nichts, das ist ja jetzt der Mist. Ah, das ist jetzt Käsekacke. Spiel, was soll das? Du bist verbuggt. Weil ich in der Mitte nichts sehe. Hä? Was ist denn, wenn nicht? Möchtest du dich aus dem Kampf zurückziehen? Ja. Ja, das heißt, der Part ist jetzt erstmal kurz unterbrochen. Wir machen sofort weiter. So, und da sind wir wieder. Schnell da rein. So, wir waren ja bei der Quest, Teil einer Schatzkarte, das haben wir bereits. So, kämpfen. Ja, ja, ja. So, Schwester der Schatten. Stupse die Wichtel. Ah, ich sehe was. Zumindest das, was in der Mitte vor sich geht. So, ein Vierer hatten wir. Oh, da haben wir noch einen Vierer. Ergo, noch ein extra Turn. Kriegen was irgendwie gedeichselt, dass wir vielleicht noch irgendwie. Na, machen wir halt einfach nur. Oh, sehr schön. War noch ein extra Zug. Nee, ich glaube, das wäre ein bisschen doof. Wir machen das so. Okay, hat mich den gewünschten Erfolg gebracht. Egal. Nur Vierer. Chance? Nein? Gut. Sehr schön gerade. Eine Reihe wirken. Wir nehmen diese Reihe, weil das sind 2.
Allen Verbündeten plus 5 Attacke. Der Typ ist zwar nicht schlecht, aber irgendwie bringt er aber auch nichts. Das ist der Nachteil bei ihm, deswegen ich werde ihm... Warum habe ich ihn dann aufgelevelt? Keine Ahnung. Ist mir auch egal, für den nächsten Kampf nehme ich ihn raus. Ich meine, er ist zwar stark und so, aber er bringt noch was, wenn man wirklich direkt alles angreift. Oder ich will nur kurz gucken. Ich glaube, das bringt aber nur für ein paar Runden was. Auch wenn sie halt direkt angreifen, aber... Haut mich nicht wirklich vom Hocker. Seine Fähigkeit. Er bringt eigentlich nur was für meinen Hauptcharakter, wenn... Verlockung. Wenn er halt angreift. Für Specials und so zählt das nicht. Das zählt nur... Wirklich nur für Dings. So, jetzt machen wir das. Fügt den beiden schwächsten Feinden für Schaden. Da sind ja noch zwei da. Wenn der Feind stirbt, erhältst du einen Extra-Zug. So. Extra-Turn, weil die ja draufgegangen ist. Haha! Finde ich gut. Deswegen, die Fähigkeit ist sehr gut. Aus meiner Sicht. Oh, Vierer. Bringt nur nix. Ah, Rot, ich würde ganz gerne noch das Hotte Hü noch einmal zuhauen lassen. Egal. Oh, das war der Fehler. Mein schlecht ist der Typ nicht, aber... Okay, wir müssen gerade einmal die Einheit, na wenigstens, so, du gehst raus. Schlag mal eine Einheit vor, ja, Luther, ist klar. Entfernen. Luther ist zwar der Stärkste... Ich glaube, dann nehme ich doch lieber den... Ah, da habe ich zu viel Rot drin, ne? Was kann das Viech denn nochmal? Verschlingt einen Verbündeten, heil mich vollständig und erschaffe 6 Schädel. Okay, nein. Unter Garantie nein. Er ist nicht schlecht, aber... Okay, den kann ich gut. Schwör ein Babydrachen. Babydrachen habe ich hier. Auch zu lange zum... Schafft 7 blaue Edelsteine. Ah, hält aber zu wenig aus. Ah, der Zentaur, sowas macht ihr. Erhalte Gold entsprechend meinem Leben. Erhalte 2 Leben und einen Extrazug. Naja, können wir eigentlich gebrauchen. Also so Gier... Lila und Grün. Das wollte ich nicht. Wir probieren es mal. Ansonsten muss ich nachher meine andere Waffe benutzen. Naja. Machen wir doch da mal weiter. Ach du Scheiße, es kommen noch Triaden. Auf in den Krampf, Kampf. Verzaubere die Server. Ja, lässt sich drüber arbeiten. Ich meine, reden. So.
So, da haben wir jetzt einen Vierer. Inklusive natürlich extra Turn. Nochmal das Gleiche. Was können wir jetzt machen? Oh, ich habe im Übrigen meine Waffe completed befüllt. Also setze ich sie ein. Ich mache ja ohnehin schon 9 Schaden. Also, wenn ich dann nochmal mit Schädeln angreife, das ist kein großer Unterschied. Also aus meiner Sicht. Oh, hier können wir noch einen Vierer machen. Und jetzt das Bam. Nächster kaputt. extra Turn. Ja, Moment. Moment. Dann nehmen wir doch das hier mit 3 Schädeln. Nein, die untote Stute ist schon gut. Und jetzt hauen wir auf die blöde Dreale auch noch drauf ein. So. Oh, da können wir noch mit Wasser einen schönen Extra-Turn ziehen. Nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Machen wir so. Ich würde ganz gerne Gier benutzen. Also die Fähigkeit von Gier, so was, eine Verwirrung. Einheit ist gefesselt, die Attacke ist auf 0 reduziert, vermindert den Schaden, verursacht die Schädel, bis der Effekt seine Wirkung verliert. Okay, das ist neu. Auch lila oder grün. Kriege ich nicht. Egal, nehmen wir rot. Boah, das war jetzt gemein. Habt ihr mir einfach zu grün geklaut? Mana Surge. Ich brauch grün. Ach egal, machen wir so. Zack, kaputt. Verdammt, ich hätte ganz gerne Gier benutzt. Einfach nur Schrein der Gerissenheit. Ja, ja, alles Abzocke ist das. Du fragst dich sicher, wo wir hier sind. Ja, doch, ja, stimmt. Ja, ich auch. Was? Kleiner Scherz, Dörrchen. Wir haben einen Stamm der Goblins bestattet. Warum? Wir haben einen Teil dieser Karte vom Vorbesitzer gestohlen. Ah, ich verstehe. Eigentlich nicht, aber lass mal, ne? Nee, ich wollte das Königreich einmal auf. Schließe Sammlung ab, um Stärke zu erhalten. Ah, oh, das muss ich auch noch alles machen. Ich glaube, das werde ich aber alles offscreen machen. Okay, das dauert 15.000. Nein. So. Und bestätigen. Naturbeherrschung. Einmal dunkle Jungfrau. Was ist eine dunkle... Was? Da ist meine dunkle Jungfrau. Anspruch. Ach, das ist eine dunkle Jungfrau. Die ist ja puttenhässlich. Dafür möchte ich jetzt noch mal ein paar Dinges aufmachen. Eventschlüssel. Okay, da brauche ich. Öffnet eine Truhe für 10. Nee, ich glaube, da warte ich erst noch mit. Häufig und seltene, selten und besser. Ja, komm, wir machen nochmal 10 Stück auf. Bestätigen. Kusith. Was auch immer das ist. Astralgeist. Mecha-Ratte. Ach du Scheiße, hier gibt's auch alles von jedem. Ne? Bombenschütze. Vorhut. Großer Naturstein. Okay, ich weiß zwar nicht, was ich damit anfangen soll, aber... Oh, 54 Seelen. Herzhaft. Ein Irgendwas-Fuchs. Wüsteneber. Pegasus. Was kann denn unser Astralgeist? Entfernt alle Edelsteine einer Gewinn, verfügt dem ersten von 3 Warenschaden zu, verstärkt durch die entfernten Edelsteine. Einer gewählten Farbe. Verstärkt durch die entfernten Edelsteine. Ach, du ahnst es ja nicht.
Immun gegen Giftkranke, Verbündete des Phantomen, plus Verlängerung, Kampf voller Mana. Okay. Auch gut. Fügt einem Feind 4 Schaden zu, unterstützt durch verbündete Feen und Bestien erhalten 5 Seelen. Ja, okay, das ist egal. Zerstört eine Reihe. Schafft 6 gelbe Edelsteine, verstärkt durch die Zerstörung blauer Edelsteine. Okay. Ein Edelstein. Füge einem zufälligen Feind 2 Schaden zu, 30% des Feind zu verbrennen. Okay. Was kann denn die Mecheratte im blauen Edelstein? Nee. Entferne alle gelben Edelsteine, fügt dem letzten Feind 3 Schaden zu, verstärkt durch die entfernten. Ja, alle gelben! Fügt einem Feind 3 Warenschaden zu und schubst ihn auf den letzten Platz im Team. Eigenschaften einiger Fähigkeiten. Achso, das ist das. Okay, dann weiß ich auf jeden Fall, welche Einheit ich reinnehme und welche ich rausnehme. Erstmal kommt Gier weg. Entfernen. Dafür kommt Astralgeist rein. Rekrutieren. So, Astralgeist geht höher und die Leiche, also die Stutenleiche geht dafür einen nach unten. Wir haben jetzt alles bis auf grün. Nochmal einen Bogen. 8. So, rot haben wir, grün haben wir, lila, blau, gelb. Ja, wir haben alles.